So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online. Ich entschuldige mich, dass wir die letzten Tage nicht GTA Online gezockt haben und auch nicht Let's Plays hochgeladen haben. Ja, logisch ist, wenn man nicht zockt, kann man Let's Plays hochladen. Der Fail an der Sache ist, dass... Neo, du bist rot, warte. Der Fail an der Sache ist ja, dass... Oh, ein Abschuss. Ja, da hast du ein Headshot. Mit, das Lubige an der Sache ist ja, dass ein Patch rausgekommen ist. Zwar der 1.10 Patch. Und somit sind alle Glitches gelöscht worden. Delta, du kommst jetzt bitte zu mir, weil ich möchte. Meine 3000 haben. Dich. Ja, genau. Als Gegenleistung. Ja, dann lassen wir uns doch mal töten, dann sind wir wenigstens die Bullen weg. So, komm einfach her. Ich mag so, wie sie gehört, mit der Thompson. Auf Bonnie und Clyde, oder was? Ja, okay, ich bin Bonnie, du bist Clyde. Okay, dann habe ich schon mal die richtige Karre gefunden, komm. Durch diesen Patch wurden die Glitch-Halls jetzt weg, aber es gibt ja schon neue. Hol mich mal bitte ab. Bin ich dabei. Kann nicht anrufen. Und ja, und wir zeigen mal halt neue Glitch. Wo bist du? Ich bin hinter dir. Ich suche schon mal hier Ammunition aus. Mal in die. Ah, hier hinten bist du, okay. Ich hab wieder Kopfgeld von 5000. Okay, egal. Ich steig bei Panos auch ein. Von okay, einfach hinterher. Bonnie und Clyde ist ja auch so eine Geschichte, die gefällt mir extrem. Ja, ne? Ich finde es zwar schade, dass die zwei sterben mussten, aber trotzdem eigentlich ziemlich, ziemlich geil. So, folgendes, wir holen uns jetzt Muni und alles, was wir brauchen. Ich hau mal ab hier mit den Bullen, ja? Hau mal ab mit den Bullen. Kommen ja auch noch ein paar Haftbomben. So, jetzt erstmal hier Waffen kaufen, damit der Panos uns nicht immer so leicht töten kann. So much fun when you've been drinking. Ach ja, ich kann ja RPG-Schüsse kaufen. Fallschirm, ja, ich hab übrigens ab sofort einen Granatwerfer. Zwei Raketen, 1000. Ja, komm. Wirklich blauer Fallschirm. So, Mikro-MP gekauft und jetzt erstmal größeres Magazin rein. Und eine Zielfernrohr brauchen wir nicht. Schalldämpfer. Da kommen die Mikro-MP, mache ich mit Schalldämpfer. 10.000 so ein Visier. Bist du bescheuert, Junge? Oh, ich bin fast pleite. Das ändert sich gleich. That was made in the US of A. I promise. 7.500 kostet die. Nee, komm, ich mache einfach nur die hier noch ein paar Schuss rein. So, was anderes haben wir nämlich gar nicht, glaube ich. Ne, ich könnte da die Shorty. Oh, abgesägte Schrotflinte gratis. Gratis nehmen wir doch sofort, oder? 5 Fingerrabatt, oder was? Ja. Oh, und Thompson ist auch da. 14.000, Junge! Ja, habe ich mir auch fast gedacht. Billigknarre ist gratis, brauchen wir mal nicht. Tränengas, Granate, Haftbombe. Ach, ich kann keine Haftbombe machen. Was? Du kannst keine kaufen. Ne. Okay, ich bin auf jeden Fall dein Chauffeur, ja, hier. Guck. Neo, du musst. Kann ich rein. Kannst du nicht rein? Ne. Hey, wann? Was war der? Ich behebe das ganz schnell. Ja, Neo, so, sollte gehen. Wir. Sollte gehen. Jetzt haben wir bessere Karten. Jetzt lass mal Glätschen gehen. Okay, das heißt, Panos, wir fahren einmal in unser Zuhause, oder? Ja. Okay, Panos und ich teilen uns ja, wie es aussieht, ein Apartment. Wir haben ja genau die gleiche Bude. Es ist aber kein Auto zum Schnellfahren, deswegen, ja, fahren wir halt mal ein bisschen chilliger hier, ne? Plag dich mal ein bisschen. Ein bisschen driften kannst du ja wohl, oder? Oder auch mit der Karre. Nicht mit der Karre, mit der ist es fast unmöglich. Also, Panos, du darfst erklären, wie das Glitchen geht. Alles okay, klar, ich würde erstmal sagen, ich möchte nämlich nicht glitchen.
Du bist, das heißt, wir deine Hilfe. Okay. Delta, hast du ein Auto zum Multiplizieren, also zum Duplizieren? Nein, doch, eigentlich schon. Incentive. Okay, markier mal bitte deine Garage. Warte. Warte. Neo, du hilfst ja nur. Neo, du hast Haftbomben, oder? Ja, hab ich. Alles klar. Jetzt platziert kurz, also kurz vorm Garagentor, ein, zwei Haftbomben. Mach vier draus. Da ganz hinten. Also, du machst das so, okay. Hast du so? Ja. Nach dem nicht hier vorne. Ich glaube, ich gebe mir hier mal lieber weg. Aslan, du hockst dich jetzt in mein Auto rein. Alter, scheiße. Neo. Und wenn ich sage, zünde, dann zündest du, ja? Ich fahre mit dem Fahrrad aus und dann tötest du mich, ja? Und das Auto, okay, wo du gerade drin hockst, das ist das vierte. Okay, das heißt, das hat doch dann noch keine Versicherung. Ja. Ich sag, also, wenn ich zünden soll. Ja. So, für alle, die es nicht verstanden haben, Panos holt sein Auto raus, was er duplizieren möchte. Dann muss ein anderer Bomben da legen. Dann kommt er mit Fahrrad raus. Warum mit Fahrrad? Muss das mit Fahrrad sein? Ja. Mit Fahrrad muss. Und ja, er wird dann gesprengt, sobald er da rauskommt. Sobald die Animation kommt. Und ja, und somit ist dann das Auto dupliziert worden. Du musst schnell sein, ne, Neo? Also halt dich bereit. Ja, ja. Jetzt! Sollte jetzt schon geklappt haben, Panos wird jetzt spawnen, in seiner Garage reingehen und gucken, ob das Auto jetzt geglitzt wurde oder nicht. Warte, ich kann auch ganz anders machen, Neo. Könntest du mich abholen mit dem Auto? Wäre nett von dir. Dankeschön. So. Dürfte ich fahren? Ich muss zum LS Krass und steig ein. Ja, das hätte ich ja auch machen können, verdammt. Nee, nicht mit seiner Karre. Ja, mal, ich muss reingehen und gucken, ob ich eine Versicherung drauf habe. Und wenn ich keine Versicherung drauf habe, dann ist es kopiert. Also. Das ging aber dann ziemlich easy, ne? Ja, und die Meldung kommt nicht, dass du erst in einer Stunde oder sowas dein Auto wieder verkaufen kannst. Wirklich? Das heißt, man kann entweder verkaufen? Ja. So wie. Ja. Das ist nett. What the fuck, die Karre ist ja behindert. Der war ja schlecht. Ja. Aber gut geparkt, war? Ey, doch, ich bin doch geil, oder? Oh ja. Porno, ne? Ja, so sehe ich nämlich auch aus. Ich will mich mal tätowieren. Es hat geklappt, Leute. Ihr habt keinen Vollkasko auf das Auto, verkaufe ich jetzt. Perfekt. Okay. Wer möchte mich töten? Das war's, Leute. Alter, nicht jetzt! Nicht jetzt! Ach so, ja, okay. Steig ein. Ich fahr dich. Ja, gut, schön, wieder mit. Ja gut, das heißt, das hat geklappt. Aber ich hab kein Fahrrad. Ja, dann kannst du dir ein BMX für 800 kaufen. Okay, hast du 800 Meister? Ja. Nicht so schnell fahren. Warum? Weil ich erst kaufen musste. Wo kann ich denn kaufen? Ja, das weiß ich nicht, ja. Reisen und Transport. Dann so, ne? Bei dem Fahrrad wieder. Das vorletzte. Ah, Pedal, ja. So, 800 BMX. Cruiser? Ne, BMX 800 da. Bestellen. Du hast nicht genügend Geld. Du kannst dein Konto im Spiel Also warte, ich brauch. Ey, das geht doch alles online, Junge. Warum muss ich Geld? Du musst Geld überweisen. Du hast Bargeld mit. Nein, ich habe kein Bargeld mit, oder? Doch, du hast Bargeld mit. Du hast nur Bargeld, ne? Mein Gott, ist das behindert. Einzahlung. Ja, Kontostand 0. Hier machen wir 2,5. Da, Überweisung. Abgeschlossen Menü. Zurück. Ja, jetzt mach hier hin. Und Reise und Transport. Jetzt mach hier. Nein, ich will keine Yacht kaufen. Oh, Neo hat den Cabrio sogar. So, da.
stellen. Mach hinne. So. Demnächst in meiner Garage. Wie geil. Und man kann permanent glitchen ohne Probleme. Ja. Ah, jetzt Garage. Ihr habt das Auto verkauft und ihr habt es jetzt wieder. Guck mal. Jop. Das ist doch ein paar Mal machen. Das ist sogar ein besserer Glitch als der vorherige. Davor, ja. Ja, auf jeden Fall. Leichter. Da ist ja meine geile Karre. Der Skyline hier. Wie viel ist der wert? Weiß ich, muss nachgucken gehen. Ne, komm, ich mach das erstmal mit Sand King. Ja, fahr mal das Auto raus. Ja. Also den Sand King. Ich, keine Sorge, ich zieh den noch nicht, hab's aber schon gelegt. Oh, das geht bei meiner Garage wahrscheinlich gar nicht, wa? Doch. Oder? Ich weiß nicht. Es kam keine Animation. Ja, wahrscheinlich weil wir zu nah dran waren, Neo. Wir sind weiter weg müssen wir von der Garage. Nee, okay. Wahrscheinlich geht das bei dieser Garage nicht mit Animation, oder? Ja, versuchen wir mal. Da gibt's eine Animation. Alles klar. Wir versuchen. So, jetzt nur noch auf mein Fahrrad warten. Darf ich mir den Sand King dann bitte krallen? Welchen? Ich hab keinen mehr. Ah, nein, ich hab nämlich keinen mehr. Den duplizierten. Ja, Ding, Sag sobald's geht, ja? Okay. Ja, das ist, trotzdem, das Auto war schon mal in seiner Garage drin, also geht das nicht. Ja, also weil... Also, ich hab schon einen Peilsender. Oh, aber okay. Du kannst ja selber jetzt ein paar Mal glitchen, dann kannst du dir eins kaufen. Man kann ich so auch, keine Sorge. Ja, gehst einfach, du Trevor und Klaus dir ein. Ja, Leute, ich glaube, ich werde das ein bisschen schnibbeln, denn das BMX ist immer noch nicht hier. Nee. Nee, sind die Haftbomben immer noch bei dir da? Fahr mal vor, ich sehe es nicht. Ja, sind noch da. Okay, mein BMX ist in der Garage, ich sehe es aber nicht. Er muss kurz rausgehen, wieder rein. Okay, nee, die Haftbomben sind weg. Da ist er, ja. Warte noch. Der hängt. Nein, Neo, warte. Du musst da hingehen und rechte Pfeiltaste drücken. Bist du bereit? Nee, warte. Das ist Verschwendung. Ja, warte. Komm zurück. Seid ihr bereit? Ja. Sag, wenn ich zünden soll, ja? Jetzt. Zünde. Ja, zünde, Junge! Geht Warten, nicht. Steigen die... Wie geht nicht? Konnte nicht zünden. Okay, wir bleiben mal kurz... Nee, wieder rein, wieder raus. Wir sind verschwunden hier. Okay, anscheinend geht das in meiner Bude nicht. Mein Sand King ist wieder in die Garage. Habt ihr draußen Sand King? Ja. Ja. Okay, es geht auch ohne BMX wahrscheinlich. Warte, ich komme raus. Und dann ich kann nicht rein. Ja, na klar, ist ja auch meiner. Ja, du. Du wirst auch nicht rein können. Wie damals bei meinen Dingens, ja, wahrscheinlich kann ich da auch nicht rein. Neo, was machst du da wieder für die Scheiße? Darf ich da mal fragen? Oh, ein bisschen Scheiße. Wo geht der hin? Da ist der Sand King. Ja, ich kann nicht rein. Okay, also funktioniert es bei deiner Garage nicht mehr. Ne. Also man muss eine Garage haben, die diese Animation hat. Und meine Garage ist zu billig, um eine Animation zu haben. Ja, was soll's. Das war's. Dann halt eben nicht. Kriegst du von mir? Leute, ich sag einfach mal so. Sag auch danke, Vater. Ja, so, danke, Neo, für die Kohle. Ich sag mal so, also ihr müsst eine Garage haben, die diese Animation halt hat. Und dann macht ihr folgendes, holt das Auto raus, was ihr halt glitchen möchtet. Und ja, dann geht ihr wieder rein. Ein Kumpel steigt in das Auto ein. Hier kommt man dann mit Fahrrad raus. Und sobald die Animation kommt, wieder wie vorhin bei Panos, springt er den weg. Und ja, dann ist das halt schon geglitscht. Dann ist dasselbe Auto nochmal in eure Garage. Ihr müsst aber das Auto, was draußen ist,
zu Los Santos Customs fahren und verkaufen. Genau. Und gucken, ob ihr da noch eine Vollkasko drauf habt. Wenn ihr keine Vollkasko habt, dann das kopiert ihr auch. Dann könnt ihr, wenn ihr das verkauft habt, das kopierte Auto, könnt ihr einfach vor Peiko bestellen lassen. Genau. Das und original. Folgendes. Neo. Ja. Wie viel Kohle hast du? Ein bisschen was, warum? Kauf den Sand King, wir machen jetzt eine Tour. Oder ne, bestell bei mir ein. Nee, ich kauf mir schon einen, ja. Geh gerade ein Auto verkaufen, damit ich mehr Platz in der Garage hab. Okay, dann wisst ihr ja, was wir ja gleich machen werden. Eine Tour, eine Sand King Tour. Und es wird geil. Hammergeil. Bis zum nächsten Mal, Leute. Yeah. Bye bye. Bye bye.